Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Wir machen heute weiter mit unserem kleinen Ausflug in die 80er Jahre mit Vice City. So, jetzt gucken wir gerade mal, was haben wir noch hier? Wir haben hier Kent und Avery, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was machen wir als erstes? Ach komm, wir machen die Avery-Mission. Dann haben wir sie hinter uns. Wir brauchen ein Auto. Ja, in der letzten Folge habe ich mir unter anderem diese Immobilie hier gekauft für 1000 Dollar oder was auch immer. Ich brauchte unbedingt mal hier einen Punkt, Zwischenpunkt. Ich brauche mal irgendwas Fahrbares, ein Motorrad oder so. Geh mal weg. Geh weg! Dankeschön. Warum nicht Feuer? Ach ja, ich glaube, den Panzer haben wir in der letzten Folge geklaut. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Meine Fresse, ey. Jo, auf jeden Fall, wie gesagt, wir kommen zurück zu Vice City. Ich weiß noch nicht, was jetzt als nächstes kommt. Wir haben jetzt gerade keine Diaz-Mission mehr. Wir haben jetzt nur noch Avery, wie gesagt, ein Kind. Ja gut, machen wir heute Avery. Ich will die zumindest mal irgendwann weg haben. Das ist auch der Typ, der uns dazu angestiftet hat, hier das Gebäude links zu zerlegen. Mit dem ferngesteuerten Helikopter. Ihr erinnert euch, die absolut nervigste Mission. Ich glaube, die Folge heißt sogar die schlimmste Mission. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Na dann machen wir das doch mal grad. Und das heißt das Begräbnis. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Okay. Besorge dir Little Havana Kleidung in Farben der Gang. Okay. Warte mal. Müssen wir deine. Ach ja, er hat uns eine Karte. Er zeigt das Problem. Das ist das Gute bei dem Remake. Also, wir spielen ja die Definitive Edition von der PS5. Ja, natürlich, nichts kommt dann das Original ran. Aber ich glaube, in HD sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. Deswegen. Zocken was einfach mit der Definitive Edition und wie gesagt, danach wird es wahrscheinlich weitergehen mit GTA San Andreas. Gut, das wird dich jetzt nicht interessieren, aber es gibt ja nein, was wollte ich gerade sagen? Also, ich nehme ja weiter voraus auf. Ich nehme ja heute haben wir den 28. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, wisst ihr, weil ich schon wieder im Voraus aufnehme. Ich fahre mit dem Motorrad mal kurz in den Shop. Das war hier nicht so geplant. Das ist mir aber auch egal. So, gucken wir mal rein. Ja, sich eigentlich ansetzen wollte, dass FIFA ja heute Nacht noch rauskommt. Aber wie gesagt, wenn die Folge rauskommt, hier ist das Ding schon mittlerweile am Laufen. So, nimm dir jetzt das Gangoberhaupt in Romeros Beerdigungsinstitut zu. Ich brauche vor allem mal ein Auto, also ein besseres Auto. Warte mal, ich brauche. Haben wir nicht immer mal ein Ammunition hier in der Nähe? Anscheinend nicht, ne? Oder haben wir ja? Haben wir ja eine Waffe? Waffenladen irgendwo in der Nähe? Halt die Klappe. So, was muss ich gerade gucken? Da ist ein. Haben wir nicht irgendwo ein Affen? Habe ich irgendwo ein Ammunition? Ich habe mich vorher mal ein bisschen ausrüsten müssen. Das Einzige, was ich hier sehe, ist ein. Ich
So. Aber wie kann ich das jetzt, Olle? Ansonsten müssen wir das mit dem... Wow. Sind die... Ach, die sind auf uns? Oh. Ja, wegen den Klamotten. Großartig, sie haben dich bemerkt. Das wird wahrscheinlich jetzt eh eskalieren. Es ist natürlich total toll, dass ich jetzt hier mal ein bisschen eskaliere. Hilfe! Ja. Geh mal weg da. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber gut. Scheiße, das war... Mann! Geh mir nicht auf den Sack. Verpiss dich, Kopf! Ich bereue es. Ja, es war fast klar. Es hat gerade ein bisschen eskaliert. Scheiße, ich wollte es eigentlich nicht so geplant. Ja, natürlich. Ich habe mich gerade ein bisschen dämlich angestellt. Das können wir mal wegdrücken. Das brauchen wir nicht. Das haben wir ja schon nie gesehen. Ja. Donald Love interessiert mich. Hat sich wenig. Mach mal. Ich brauche ein Auto. Soll ich den erledigen oder was? Ja, ne? Eigentlich sollte man dazu. Das liegt aber auch daran, dass ich gerade keine Munition mehr habe oder nicht mehr allzu viel. Deswegen wollte ich mir eigentlich mal neue Waffen holen. Ja, wir haben mit einige der schlimmsten Missionen haben wir schon hinter uns, unter anderem mit, wie gesagt, mit dem Heli. Alter, das schnellste Boot haben wir in der letzten Folge gemacht, genau. Unter anderem, wir haben das Boot geklaut und das Rennen da zur Yacht gefahren und so. Aber ich habe da mit dem Panzer war auch irgendwas. Aber gibt es hier kein Ammunition? Wo man mal eben kurz Klamotten holen kann, Waffen holen kann. Ja, ich glaube, ich muss sie töten, ne? So war es eigentlich gemein, wie gedacht. Oh, das war... Die Folge 1 ist tatsächlich nur in Russland gesperrt. Also, als ich die Videos hochgeladen habe, war das so. Aber okay. Ist mir eigentlich dann egal. Solange ihr es gucken könnt, solange es unsere deutschen Freunde gucken können oder meine Abonnenten oder was auch immer, dann können wir das natürlich. Freue ich mich darüber. Ja, scheiße, das ist natürlich jetzt. Ja, schlag mit dem Schlagstock auf den. Ey, das ist doch zu. Super gemacht, Tommy. Geil. Ich will auf die scheiß Waffe wechseln. Was macht der? Ich schlag mit dem Schlagstock auf dich. Links auf dich. Ja, müssen wir das nochmal machen. Meine Fresse, ey. Tommy. Das ist... Weiß ich nicht. Es ist... Ah, ich dachte mir gerade... Nee, ey.
Ey, ich war aber auf die scheiß Waffe gewechselt und alles drum und dran. Nö, ich übernehme das nicht. Du gehst mit dem Schlagstock mal drauf. Naja, ist nicht wild. Alles gut. Ich bei Hilton. Ups. So, jetzt muss ich natürlich wieder neue Klamotten kaufen. Ist aber alles halb so wild. Ja klar, hier ist. Wir fahren jetzt einfach da rein und holen uns die Typen. Ja, geil. Oh oh. Ja, bleib doch da nicht stehen! Ja, stell mit deiner Scheißkarre dich da noch einen Weg, ey. Wow! Herzhaft! Oh oh. Der ernsthafte Typ, der wirft Dings auf mich? Soll er ruhig machen. Gut, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass er. Soll er ruhig machen. Gut, die Nummer kann jetzt ein bisschen was länger dauern. Scheiße. Ja, jetzt kommen noch die scheiß Cops dazu, ey. Ich weiß gerade, dass ich mir noch irgendwelche Dinge eingekauft habe. Scheiße. Ja, ich meine, der ist jetzt ein Stück voraus, aber hier auf der englischen Dorfstraße. Ja, bieg am besten, ohne zu blinken, ach du Säckel, Alter. Warte, ich bin ein Autofahrer, ich muss doch mal abbiegen. Ah, verpiss dich, Alter. Ja, rast. Ach, ihr Säcke, Alter, ihr geht mir auf Eier, ey. Ja, ihr seid so Vollpfosten. Nur weil ich euch vielleicht gerammt habe oder was? Wir sind ein Autofahrer, wir müssen dich da komplett wegrammen. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, ja, ist okay jetzt. Oh, Mann. Oh, jetzt nervt mich die Mission hier.
Ich glaube, ich sniper den einfach weg. Ich habe ja ein Präzisionsgewehr oder was, ne? Scheiße, ey. Vor allen Dingen, das ist das Geilste. Du stehst vor dem. Willst du Waffe auswählen? Nö, ich schlag beim Schlagring drauf. Alter, ach, Idiot, ey. Weißt du, dann hast du da so einen scheiß NPC, der meint, oder ohne Blinken abbiegen ist total cool. Das ist wie in Real Life. Rate, wo ich hin will. Hä? Ja. Egal. Okay. Mann. Das Ding hat einen Wendekreis. Ich glaub's nicht, ey. Oh, warte mal, das ist eine Idee vielleicht. Wir scheißen mal. Wir, noch interessieren sie uns ja nicht. Wir haben ja noch keine Waffen. Ah, Scheiße, natürlich. Es war ein Versuch wert. Ich dachte mir, geil, holst du dir gepanzertes Auto. Fährst du mit dem Karren mit einem gepanzerten Auto? Nee, hast du nicht. Hätte das Auto abgelassen? Nee. Scheiße. Ist der eigentlich immer abgeschlossen? Ja, eigentlich schon, ne? Stimmt. Der steht eigentlich immer die ganze Zeit da. Ich meine, wir haben ja noch einen Panzer. Wir könnten uns einen Panzer cheaten, ja, aber. Das wäre zu einfach! Nein, wir versuchen es jetzt mit aus der Distanz, mit dem Dings. Mit dem Gewehr. Oh, verpiss dich doch, ey! Alter! Ihr geht mir auf den Sack, ey! Ihr scheiß NPCs! Okay. Habt ihr hier liegt einfach mal ein Sarg? Mal kommt, wie weit komme ich denn da ran an den? Ich muss mir ein bisschen genauer erzählen. Ich bin nicht so gut im Ziel, das ist Controller. Ernsthaft jetzt? Ach, ihr Eierköpfe, ey. Die Mission ist eigentlich so einfach und das kriegt. Ja, das ist Tommy Vercetti. Der ist einfach zu blöd, die Mission zu schaffen. Der verkackt die regelmäßig. Oh. Ich krieg grad die Motten. Ich krieg grad zu derbe die Motten von diesem Spiel. Also, nee, ich stell mich einfach nur blöde an. So rum ist es eigentlich richtig. Mann, ich will scheiße. Warum, ey? Warum gibt es nicht ein scheiß Ammunition? Ich hätte mal eben kurz Munition kaufen müssen. Naja, fahren wir halt die ganze Nummer einmal nochmal. Weil wir es so toll finden. Habt ihr da liegt vor die Särge rum? Ich glaube, das ist immer noch von den Dingsmissionen, von den vorigen. Ich hab's mir fast gedacht, du Arschloch. Ich krieg grad die Motten. Hey, gerade wo ich abbiege. Ja, ich bin ein scheiß Autofahrer. Ich liebe es. Ich liebe NPCs, ne? Weil der Typ einfach kurz mal abbiegen muss und mich wegbrät. Aber wirklich von jetzt auf gleich. Oh, warte mal, ich könnte. Nee, Wachmann wegbrate oder was? Nee. Komm, scheiß drauf. So, dann machen wir die ganze Nummer nochmal. Ach, hau doch mal ab, lass mich doch einfach mal in Ruhe alle. Mann. So, jetzt fahren wir da mal ran.
Fahren wir vorbei oder gucken wir mal, was wir hinkriegen. Also, der wird wahrscheinlich abhauen mit der Karre. Habt ihr die? Ja, ihr kotzt mich doch alle so an, ey. Oh Mann, ich krieg grad die Mod mit dieser Drecksmission. Ey, geht ihr mir auf und sagt, hey, warte, wir ziehen nicht mal aus dem Auto raus, ne, weil das so toll ist. Ich will diese Kackmission, das ist doch zu kotzen gerade, diese Mission. Das ist so schwer, ist die Mission nicht. Die ist eigentlich so pipi einfach. Du musst den Typen nur wegbraten. Ich stelle mich ja einfach nur sowas von dämlich an mit der Nummer. Weil da ständig irgendeine Scheiße passiert. Verpiss dich, das war mir klar. Mann, geht ihr mir auf. Diese scheiß NPCs, Alter, weil die nichts auf die Reihe bekommen. Weil die unbedingt auf die Idee kommen, hey, ich muss mal unbedingt ein Auto wegbraten. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Es ist jetzt so ein Gefühl, das zweite Mal, dass sie mir ein Auto wegschießen. Aber ich habe keine Möglichkeit, irgendwas zu machen gerade. Ohne. Naja, egal, komm. Einmal probieren wir es noch und dann machen wir erstmal ein Folgenende und dann probieren wir was anderes. Die Sache, Avery ist, ist ein Typ, der geht mir auf den Sack. So, jetzt müssen wir gucken. Ach ja. Steh davor, Tommy. Das ist kein Problem. Ich will eigentlich auf Dreieck gedrückt, aber gut, okay. Dann hast du noch so ein. Verpiss dich jetzt. Ja, ist gut. Ja, sieh mich. Oh ja, hau mich. Verpiss dich, lass mich doch einfach nur in Ruhe jetzt. Bleib, steht doch ein. Natürlich haben wir jetzt noch ein. Natürlich haben wir jetzt ein scheiß Dings, ey. Ich krieg grad jemanden. Haben wir einen Platten, ey, ernsthaft? Bleib stehen! Och ja, mit deiner Scheißkarre da! Verpisst euch, lasst mich in Ruhe. Warte, ich hab Lowrider, ich muss unbedingt. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir schon wieder einen Platten haben, weil wieder diese Leute gehen mir auf den Sack. Ja, geh mir nicht auf Eier jetzt, ey.
Oh, diese Karre. Ernsthaft jetzt? Jetzt rasten die NPCs wieder aus, weil der irgendwelche Särge durch die Gegend wirft oder was? Oh, geklappt. Es ist nicht zum Kotzen, ne? Es ist zum Kotzen. Ich habe natürlich... Und jetzt kommt natürlich kein fucking Auto, ernsthaft? Oh Mann. Ja, Tommy. Du hast natürlich die Ruhe weg, ernsthaft. Jetzt kommt kein scheiß Auto hier über die Brücke, oder was? Warum zur Hölle? Ist schon geil. Wie gesagt, ist schon cool, wenn man gar nichts hat. Wenn man einfach mal gar nichts hat. Wir gehen hier über die Brücke. Kein Auto, warum auch? Da kommt. Nee, das ist natürlich ein Flugzeug. Warum auch? Okay. So, wo da unten jetzt war. Aber wie gesagt, wir brauchen dringend ein Auto. Das kann nicht sein, dass ich will. Ich krieg grad jemand mit dieser Scheißdrecksmission, ey. Wir machen mal einen kleinen Break. So, da bin ich wieder. Versuche jetzt natürlich immer noch diesen Typen zu verfolgen hier. Aber, ihr kennt das. Wir haben kein Auto. Wir können nichts machen momentan. Ja, natürlich. Verlieren wir mal ein bisschen was von Leben. Pass auf, jetzt geht die Ampel auf grün und der haut ab. Geh weg. Ach Mann, komm jetzt her hier. Ich hab leider kein Fahrzeug. Meine Fresse, wechsel doch die am besten. Ja, wechsel alle die Spur. Hier ist doch kein Problem. Wir haben es doch. Da vorne ist der Typ. Also, sagen wir mal, so weit weg kommt er ja eh nicht. Aber der fährt halt immer seine. Ich weiß nicht, wie weit der fährt, aber. Wieso kann ich nicht schießen? Wieso schießt du nicht? Ah, jetzt. Ah, stell dich ein bisschen mit deiner Dreckskarre vor die Nase. Es ist zum Kotzen manchmal. Wie sehr hast du eigentlich an Bord? Oh. Jetzt haben wir ausgestiegen. Jawohl, ich hab die Mission. Oh, ey. Wie geil. Ja, wir haben ein Outfit bei Herbert. Hat er uns jetzt interessiert? Nee, hat er nicht. Kann ich die Karre von dem klauen? Ich will das Auto haben. Ich hab aber keinen. Oder? Ist der doch da? Ist der weg? Ah. Hey, Leo. I got some work for you. Nee, nee. Leo's yeah. Already dead. Maybe I killed Leo and took his phone. What do you think of that prick? You
kill Leo? You must have big cojones. Wanna work for me? Come by my father's cafe in Little Havana. And we'll talk mano y mano. Gut. Ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Ich glaube, ich schneide euch das hier zusammen. Bis dann.